auf, das ist ein Vulkan aus. Echt? Vulkanausbruch. Das ist gut. Ich sollte ein Rezeptbuch schreiben. Cocktails, preiswert und schnell für jede Gelegenheit. Ja, damit lässt sich bestimmt Geld machen. Wir brauchen doch dringend Kohle. Ja, kein Wunder, wenn du alles für Cocktails ausgibst. Du weißt doch, wie gern ich improvisiere. Ich habe alles auf Wodka-Basis gemischt. Mit Lebensmittelfarbe, Kokosflocken, Marmelade. Was halt so im Kühlschrank war. Gut, dass ich das nicht vorher wusste. Der versprochene Vorschuss. Georg war sehr großzügig. Wenn wir gut haushalten, kommen wir damit eine Weile hin. Also sei nicht zu verschwenderisch. Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, dass ich nur noch Billigläden plündern werde. Wieso kommst du eigentlich so spät? Bisschen kompliziert. Eigentlich wollte ich den Nachmittag mit Oliver verbringen, aber letztendlich hat mich Eddie nach Hause gefahren. Ja, wieso hast du den denn nicht mitgebracht? Meine Cocktails hätten ihm bestimmt gut geschmeckt. Er wollte nicht. Jetzt hätte ich mir denken können. So ein richtig untertouriger Typ ist das. Der traut sich hier nicht rein, weil er es nicht packt, mir einen Job zu organisieren. Schlappschwanz. Na, immerhin wollte er wissen, ob du dich noch für ihn interessierst. Kommt ganz drauf an, was er Interessantes zu bieten hat. Einen Elektriker müssten wir wieder mal bestellen. Weißt du noch, welche Firma wir beim letzten Mal beauftragt hatten? Können wir das nicht selber machen? Wer? Du und ich? Wir können ja noch Bianca anlernen. Mach dich nicht über Bianca lustig, auf die lasse ich nichts kommen. Auch wenn sie beim Kochen im unteren Bereich ihrer Fähigkeiten liegt. Du bist also zufrieden mit ihr? Sehr sogar. Sie ist zuverlässig und dazu noch hübsch. Sowas findet man heute selten. Es gibt doch hier immer noch sehr viel zu tun. Brauchen wir nicht noch... Mir kannst du es ruhig sagen. Was? Sie gefällt dir, ne? Nein, doch. Das ist eine gute Wahl, mein Junge. Vater, jetzt mach mal einen Punkt. Ich wollte doch nur für Biancas Cousine Kathi fragen, ob wir nicht noch eine weitere Hilfskraft gebrauchen können. Was denkst du dir eigentlich? Wir sind doch kein Auffangbecken für Arbeitssuchende. Wir brauchen niemanden. Und wer ist das überhaupt? Diese Kathi? War das ein Reinfall. Ich wäre fast eifersüchtig geworden auf meinen alten Kumpel Eddie. Brauchst du nicht. Er küsst nicht halb so gut wie du. Was? Doch eifersüchtig? Oh, und wie? Ich finde das bezaubernd. Ja, ja. Ach, es war sicher nur ein Vogel. Lass uns trotzdem vorsichtig sein. Das ist Bärbels Lieblingsplatz, wenn sie rauchen geht. Und dann muss ich dich kurz entführen, bevor sie kommt. Ich muss mich jetzt mal wieder um meine Kräuter kümmern. Sonst werde ich noch gefragt, ob ich am Nordpol gesucht habe. Meinst du Denise? Bei der bin ich inzwischen sowieso die doofe Blonde, die den Bootsverleih nicht mehr gefunden hat. Na und, dann hast du doch jetzt Narrenfreiheit. Sag ich ja, Kräuter am Nordpol. Mit dir ist alles leicht. Ich wäre so gern mit dir allein. Einem Ort, wo uns garantiert niemand findet. Vielleicht am Nordpol. In unserem Haus gibt es so viele freie Zimmer. Lass uns ein Liebesnest machen. Viel zu gefährlich. Jedes Zimmer hat 3 Türen und die können sich jederzeit öffnen. So ängstlich? Das hat mit Angst nichts zu tun. Ich nenne das Lebenserfahrung. Dann wird es mal Zeit für eine neue Lebenserfahrung. Ich lasse mir das einfallen, okay?
Ausgerechnet ich habe plötzlich Angst vor Türen, die sich öffnen. So weit ist es nun schon mit mir. Habe ich mich immer schon vor meinen Gefühlen gefürchtet? Oder ist es erst Oliver, der mich vor dieser Erfahrung zittern lässt? Ich war noch nie so schwach und noch nie so stark. Ich glaube nicht, dass ich jemals so voller Liebe war. Linda Ryder ist auch dabei? Fantastisch. Unbedingt für heute Abend. Was, schon ausverkauft? Herr Klaus? Ist einer unserer Großkunden. Wirklich? Ja, dann zwei Karten, wenn's geht. Prima. Sie werden rechtzeitig von Frau Ariane Wellinghoff abgeholt. Dankeschön. Tschüss. Oh nein. Botengänge für die Wellinghoff Bank fallen nicht unter mein Ressort, das weißt du. Wer redet denn von Arbeit? Ich kann mir kaum vorstellen, dass du mit deiner Mutter in die Oper gehen willst. Das nicht. Aber auf den Laufsteg. Ach komm. Heute fühle ich mich zu alt für deine Späße. Ich mein's völlig ernst, Mutter. Ich habe zwei Karten für eine internationale Modenschau mit Sophias Lieblingsmodel. Heute Abend. Heute Abend? Heute Abend ist die Vorstandsversammlung des Tierschutzvereins. Wo du schon die letzten beiden Male nicht hingegangen bist. Komm, lass es ausfallen. Na hör mal, man muss seine Verpflichtung einhalten. Was ist wichtiger? Irgendein kleiner vergessener Wauwau? Oder die Chance, Zugang zu Sophia zu bekommen? Das ist doch bestimmt wieder so eine Veranstaltung, wo selbst Barbie-Puppen Atemprobleme kriegen. Soll ich mich vielleicht da als Oma outen? Versuch's mal mit junggebliebener Mutter. Ein paar Millimeter weiter nach rechts. Oder soll ich lieber gleich die Wasserwaage holen? Oliver, jetzt haben Sie mich aber erschreckt. Sagen Sie, Georg, was halten Sie von einer gemütlichen Weinprobe auf Immenau? Sie meinen, jetzt? Alles hier stehen und liegen lassen. Ja, warum nicht? Ich habe einen Tipp von einem Geschäftskollegen bekommen, der selber Wein anbaut. Aber wir holen unseren Wein doch mal bei Schmidtgens. Aber auf Immenau findet heute eine Jahrhundertauktion statt. Und ich habe mir sagen lassen, dass dort die besten internationalen Spitzenweine versteigert werden. Aber und auf ein paar Fläschchen Nobile de Montepulciano bin ich schon lange scharf. Den sollten wir uns heute noch sichern. Ach, in meinem Zimmer darf ich hören, was ich will. Du bist's. Na? Musst du nicht eigentlich ins Büro? Na, ich habe mir Arbeit mit nach Hause genommen. Damit kann ich in der Schule leider nicht punkten. Ach komm, so schlimm wird's wohl nicht sein, oder? Hast du Mama heute schon gesehen? Nein. Und ich habe auch keinen Bock auf sie. Solltest du aber. Sie hat eine Überraschung für dich. So? Ich mag mir lieber erst gar nicht ausmalen, was das schon wieder sein könnte. Deine Entscheidung. Komm, du platzt doch vor Neugier. Gar nicht. Gut, dann kann ich ja gehen. Jetzt sag schon, was hat Mama sich ausgedacht? Wenn ich es dir jetzt schon erzähle, ist es dann noch eine Überraschung? Bitte. Bruder und Schwester müssen doch zusammenhalten. Ach, auf einmal. Jetzt sag schon. Na gut. Sie hat zwei Karten für eine internationale Modenschau. Nein, das kann doch nicht sein. Die hast doch bestimmt du besorgt. Genial. Ach, wow. Linda, endlich mal live erleben. Das habe ich mir doch schon so lange gewünscht. Mhm. Du, Oliver? Was ist? Kannst du nicht mit mir hingehen? Ich habe leider eine sehr wichtige Verabredung. Kann ich's knicken? Mit Mama auf eine Modenschau, wo die schrägsten Trends präsentiert werden? Es geht nicht gut. Komm. Auf den Versuch kommt's doch an, oder? Mensch, so wie Mama schon an meinen Klamotten immer rumnörgelt. Sie hasst, was heute hip ist. Sie muss die Sachen ja auch nicht tragen. Nur ansehen. Oliver!
träumen von einem schönen Spaziergang, nur du und ich. Alles in Arbeit. Bist du schon weitergekommen? Ich sage nur so viel. Heute ist der Tag der Überraschung. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Alles, was länger als eine Sekunde dauert, kommt mir wie eine halbe Ewigkeit vor. Das Haus hat überall Augen und Ohren. Solange es keine Wanzen sind? Hast du gut geschlafen? Ja, und du? Reden wir nicht darüber. Oliver hat mir gesagt, du hast eine Überraschung für mich. Stimmt das? Es kann sein. Und? Willst du mir nicht verraten, was es ist? Nein. Wichtig ist nur, dass du heute rechtzeitig aus der Schule zurückkommst, damit wir heute Abend pünktlich sind. Wo pünktlich? Das ist Teil der Überraschung. Ich muss los, sonst komme ich zu spät zur dritten Stunde. Eddie, wie du da mit deinen Wurstfingern alles angetatscht hast, schieb mir mal den Teller rüber. Ich dachte, du willst auf deine Linie achten. Finger weg von meinen Kurven. Eine Weinauktion? Mhm. Eine besondere. Sie scheint dem Junior sehr wichtig zu sein. Natürlich ist sie mir wichtig, hätte ich sie sonst erwähnt. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen. Möchtest du auch einen Kaffee? Ja, gern. Geht es um die Weinauktion? Ja, unter anderem. Heute ist ein so wunderschöner Tag und da jeder mal ausspannen sollte und die Wellinghoffs alle in Familienangelegenheiten unterwegs sind, gebe ich Ihnen den Nachmittag und den Abend frei. Das nenne ich großzügig. Da kann ich ja meine Partyklamotten gleich wieder anziehen. Ja, langsam, Denise. Das Mittagessen werden wir wohl noch servieren. Bleibt es beim Tagesplan? Alles wie gehabt. Danach steht der Tag zu Ihrer freien Verfügung. Und geht das auch für mich? Wenn ich alle sage, dann meine ich auch alle. Na, das nenne ich speziell. Wir kriegen frei und du machst Überstunden? Bärbel, ich dachte, sie kommt mit auf die Weinauktion. Das ist eine sehr gute Idee. Wenn es irgendjemand schafft, den Nobile de Montepulciano zu ersteigern, dann Sie. Wenn Sie meinen. Also, auf nach gut Immenau. Ich druck Ihnen schnell noch eine Wegbeschreibung aus. Was machen wir mit dem angebrochenen Tag? Vielleicht können wir heute Abend eine Ruderstunde einplanen. Dann zeige ich dir mal, wie man richtig rudert. Ist übrigens das beste Fitnesstraining überhaupt. Hm? Warum nicht? Die anderen schon ausgeflogen? Bärbel und Georg sind schon los. Denise treibt sich noch irgendwo im Haus rum und ich mache nur noch in der Küche Klarschiff. Na, wie habe ich das gemacht? Hat uns seine Familie aber einen ganz schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Was macht ihr denn heute Abend? Ich muss richtig gut gewesen sein. Was meinst du? Alle haben frei außer dir. Oh. Du gehst jetzt nach Hause, ziehst dein schönstes Kleid an. Und heute Abend hole ich dich ab. Willst du mir diesmal nicht mehr verraten? Nur, dass wir endlich allein sein werden. Oh. Wir beide und Eddie. Du hast dich doch nicht mit Eddie verabredet. Er hat sich mit mir verabredet und ich dachte, besser so, als wenn ich den ganzen Abend allein zu Hause sitze und nur nicht denke. Du musst dem absagen. Denn im Gegensatz zu mir übersteht Eddie einen Abend ohne dich. Stimmt, ich habe schon den ganzen Tag solche Kopfschmerzen. Ich kann mich nicht entscheiden.